Wir sind auf der Leipziger Buchmesse am Sonntag, dem letzten Tag der Messe. Und wie ihr sagt mir immer so schön, das Beste kommt zum Schluss. Und Schluss ist auch so eine gewisse Bedeutung, die hat auch was mit dir persönlich zu tun. Stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Anja Kretschmer und ich bin Kunsthistorikerin und vor allem Friedhofsflüsterin. Das heißt, ich mache Führungen in der Dämmerstunde über Friedhöfe, mittlerweile in ganz Deutschland verbreitet, wirklich von Kiel bis München runter, und erzähle da über den Tod, aber nicht über den Tod an sich, wie er heute empfunden und gelebt wird, sondern wie früher unsere Vorfahren noch mit dieser Thematik umgegangen sind, weil die hatten eine viel engere Beziehung und ein sehr reiches Brauchtum, natürlich auch mit Aberglauben sehr reich bespickt, und von diesen Geschichten erzähle ich, und das sind sehr, sehr schöne und auch sehr bunte Geschichten, denen man dann auch mit einer gewissen Leichtigkeit begegnen kann. Das heißt, du hast einen eigenen Weg gefunden, mit dem Thema Tod umzugehen. Und wenn du so viel unterwegs bist, wir sind hier Ostsachsen TV, du warst auch schon in der wunderschönen Stadt Bautzen auf dem Friedhof. Ja, war ich auch, genau. In Bautzen war ich 3 Jahre lang, glaube ich, bis 2017. Und in Görlitz zum Beispiel, Dresden. So die Gegend ist auch meine Heimat, muss ich dazu sagen. Also ich komme aus der Oberlausitz und freue mich dann gerade auch, wenn ich in der Heimat flüstern darf. Was gibt's denn zu flüstern in Bautzen auf dem Friedhof? Was hatte ich da noch was hast du persönlich davon noch in Erinnerung? Ja, Bautzen, der Taucherfriedhof, der ist eben wunderschön, weil er viele, viele Zeugnisse noch aus der Barockzeit hat. So spätes 17., Anfang 18. Jahrhundert, wo der Betrachter, der Trauernde, auch immer wieder mit seiner eigenen Endlichkeit konfrontiert wurde, indem er da eben den Sensenmann sieht mit dem Stundenglas in der Hand, der ihm eben zeigen soll, dein Stündchen schlägt eben auch, und es kann jederzeit, kann ich kommen, und dann ist es vorbei. Und auch sehr schöne Grufthäuser an sich, wo dann eben die Menschen sich zur Schau stellen wollten, auch nach dem Tode hinaus, damit auf Ewigkeit an sie gedacht wird. Das Ganze hast du in ein Buch verpackt. Wie würdest du dein Buch selber beschreiben? Wer ist der Leser oder wer sollte Leser deines Buches sein? Na, alle sollten Leser sein, weil wir sind ja alle sterblich. Also es ist ja ein Thema, was uns alle angeht. Ja. Und das Buch ist aus diesem Grund überhaupt entstanden, weil es doch sehr viele Nachfragen gab, wo man das, was ich erzähle, überhaupt mal nachlesen kann. Und das kann man zwar schon nachlesen, aber in sehr vielen, vielen Büchern und Archiven und Quellen. Und deswegen habe ich das einmal zusammengetragen. Und ja, jeder, der sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt, wofür ich ja plädiere, vor allem, dass man einfach wieder ins Gespräch kommt, sollte dieses Buch lesen. Und da sieht man auch wieder, dass dieses Thema sogar lustige Seiten, leichte Seiten, aber natürlich auch traurige Seiten besitzt. Absolut. Wobei die Trauerbewältigung oder Umgang mit Trauer auch was mit Würde zu tun hat. Und ich glaube, Friedhöfe können auch eine unheimlich würdige Stätte ausbilden, weil sie so eine schöne Art Parkangelegenheit sind. Ich komme selber aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ursprünglich war ich viel auf dem alten Frankfurter Friedhof. Das sind ja schon fast wie große Parkanlagen. Und es werden dort auch Zeitgeschichten erzählt. Also wenn man sich die Jahrgänge damals anguckt, gerade in Kriegszeiten oder auch die Kindersterblichkeit, Gesundheit spielt eine große Rolle. Da hat sich unheimlich viel Geschichte auch wieder gespielt. Eben. Also deswegen finde ich Friedhöfe ja auch so wunderbar, weil sie ein eigenes Archiv darstellen. Ein Archiv der Familiengeschichte, der Stadtgeschichte, der Zeitgeschichte, der Architekturgeschichte. Also man findet da wirklich geballt ganz viele Sparten. Und es ist eben auch ein Ort der Begegnung. Da finden Trauernde zusammen, die können sie wissen, wie es dem anderen geht. Da ist Verständnis vorhanden. Und also für mich wirklich ein sehr schöner Ort, der viel zu wenig geschätzt wird. Das stimmt auf jeden Fall, und ich schließe den Kreis mal, wir bestatten heute anders. Die Kultur hat sich auch ein Stück weit verändert. Also wenn ich mir heute angucke, dass die Steine aus irgendwie Fernost kommen und Regionalität auch nicht mehr die größte Rolle dabei spielt,
hat Tod auch immer etwas mit Identität zu tun. Und ich glaube, das spiegelt sich dabei auch wieder. Ganz genau. Ich denke, gerade auch bei den Führungen wird deutlich, was nicht nur was sich geändert hat, sondern was wir uns selbst auch wert sind. Weil dieser ganze Trend hin zu anonymen Bestattungen oder Seebestattung oder Friedwald, das ist ja nichts mehr Individuelles. Da spürt man den Menschen nicht mehr. Da ist gar kein Zeichen mehr von ihm. Und ob das immer nur aufgrund der pflegeleichten Option gewählt wird, weiß ich nicht, ob das so die richtige ist. Weil im Endeffekt ist es ja, als wenn es den Menschen gar nicht gegeben hätte. Und ich denke darüber, und man sieht es auch bei den Hinterbliebenen, es wird zu wenig gesprochen und viele Angehörige, die kommen dann mit dieser Variante doch nicht so gut klar, weil der Ort, der Name seinen Wert besitzt und gebraucht wird. Jetzt ist aber Deutschland auch so ein Land der Bürokratie. Wir haben natürlich auch unheimlich viele Regeln. Also wenn ich mir anschaue, wie groß so eine Friedhofsverordnung sein kann, das ist wie ein halbes Buch, ja. Man kann da auch nicht einfach tun und lassen, was man will. Und ich glaube auch, dass das Zeitalter sich dadurch auch ein Stück weit verändert hat. Das auf jeden Fall. Man kann nicht tun, was man will. Aber es gibt eben auch unzählige Varianten mittlerweile allein auf einem Friedhof. Und das, da bedarf es eben auch eines versierten Mitarbeiters, der einfach dann mal die Familie schnappt und mit der auf dem Friedhof umhergeht und wirklich dann auch zeigt, was bedeutet, wenn ich mich für so eine Bestattung entscheide. Wie sieht das aus? Was darf ich nicht? Ja, es ist sehr kompakt. Wie hast du dich denn mit dem Geramond Verlag in Verbindung gebracht oder wer ist da auf wen zugekommen? Also denkt dein Verleger schon an das Thema Tod und wollte da mal würdig einsteigen? Ich kenne ihn jetzt aus der Leipziger Buchmesse seit ein paar Jahren. Und er packt echt Themen an, wo andere die Finger davon lassen. Das Buch Genug gegendert hat er schon rausgebracht, da haben wir noch gar nicht angefangen damit, das ganze Ausmaß des Genderns noch zu erleben. Wie war das bei dir? Bei uns war es so, dass er auf einer Führung mit dabei gewesen ist und mich daraufhin angesprochen hat. Ja, also ja. Es gibt keine zufälligen Begegnungen. Also da passt immer wieder alles zusammen, was auch zusammengehört. Ein schöner Weg, ein sehr, sehr ehrlicher Weg und ich finde auch das Format, mit dem du dein Buch gemacht hast, extrem gelungen. Einerseits von der Gestaltung des Titels, aber auch von der Buchformatsgröße. Es ist leicht zu lesen, das ist ein wesentlicher Aspekt dabei. Wir haben auch viele ältere Leute, die sagen, ich will lieber bequem lesen, aber es ist auch haptisch was Schönes anzufassen. Ja? Finde ich auch. Also ich finde es auch sehr gelungen. Es sind nicht zu viele Informationen, also es ist wirklich auf das Wesentliche konzentriert und naja, eben auch meine Lieblingsfarbe spiegelt sich da auch wieder. Jetzt hast du selber heute eine Lesung gehabt hier in Leipzig auf der Messe. Wie gehen die Menschen denn mit dem Thema Tod um? Oder wenn sie das hören, du machst Friedhofsführungen. Das ist ja doch schon sehr exotisch gegenüber anderen Autoren, die sich hier vorstellen. Ja, also die Lesung, die war recht interessant, weil das war so eine Mischung aus den Besuchern, die mich tatsächlich von der Führung kennen und jetzt gespannt waren auf das Buch und welche, die noch nie was davon gehört haben, zufällig vorbeigekommen sind, stehen geblieben sind, sich das angehört haben. Also ja, breit gefächert, war schön. Bist du eine unheimlich auffällige Erscheinung. Also einmal, wenn du die Führung machst, das ist unheimlich würdevoll, wie du das machst. Aber wird man da privat dann auch angesprochen? Du gehst so durch die Stadt und die sagen, ach, dich kenne ich noch von der Friedhofsführung. Oder kann man dann auch in so zwei Welten und zwei Rollen reintauchen, dass man privat für sich sein kann und dass man auf der Arbeit sein kann? Eher das Letztere. Also das ist wirklich dann für sich, das ist eine andere Welt. Hier bei der Friedhofsführung Teil 1, es gibt ja schon mehrere Teile, weil es so viel über den Tod zu berichten gibt, bin ich eben in der schwarzen Witwe-Rolle sozusagen drin. Und die ist doch so entfernt von mir selbst, vom Erscheinungsbild, dass ich da gut privat sein kann. Also wir sind stolz darauf, dass du den Startschuss setzt, weil das macht natürlich auch neugierig auf mehr und wir wissen, es gibt eine Buchfolge, also der Tod wird uns doch ein Stück weit begleiten, vielleicht auch weit über unseren eigenen Tod drüber hinaus. Was ich sehr, sehr schön finde, dass du die Würde und die Ehre für dieses Vermächtnis von Menschen und Zeitgeschichte aufrechterhältst und es wunderschön verpackt hast und jetzt auch noch die Möglichkeit gibst den Menschen, dass man es nochmal nachlesen kann oder auch verbreiten kann, weil es ist schöner als jede Visitenkarte und eine Art und Weise, die nicht wirklich alltäglich ist. Du hast kurz verraten vorhin, dass du aus der wunderschönen Oberlausitz kommst. Du lebst jetzt aber nicht mehr in der Oberlausitz. Das ist richtig. Ich lebe jetzt an der Ostseeküste in Rostock.
Das ist mal ein Tapetenwechsel anderer Art. Er lässt ja so frischen Wind von der Meeresküste um die Ohren wehen. Bist aber öfters immer noch in der Oberlausitz zu Besuch. Ja, ganz genau. Da sind ja meine Wurzeln. Da, und dann verbinde ich das mit den Führungen. Also das ist und bleibt meine Heimat. Schön. Heimat gibt es nur einmal. Zu Hause kann man einen Ort der Wahl haben, wo man sich auch wohlfühlt. Und ich hoffe, du fühlst dich dort, wo du bist, extrem wohl. Kommst öfters wieder mal vorbei. Und ich werde mir dem Buch wieder mal neugierig machen, eine Friedhofsführung oder eine Friedhofsbegehung mal auf eine andere Art und Weise zu erleben. Es war mir eine Freude, dass du heute hier warst. Heute ist nicht Totensonntag, heute ist ein ganz besonderer Tag. Leipziger Buchmesse, der letzte Tag und das Beste kommt zum Schluss. Dankeschön.